So, hallo, wir machen weiter bei Among Us und jetzt sind wir gerade sieben, weil Robchu hat uns verlassen und Zyni ist verschwunden, möchte ich fast sagen. Wir wissen nicht ganz, ob er jetzt geflogen ist oder so. Jedenfalls ist er gerade nicht da. Wir sind also sieben und zwei Imposter. Könnte interessant werden. Wenn es nicht gut läuft, könnte man ja auch noch zum Beispiel eine Runde Verstecken draus machen auf der Map. Wäre ja ganz interessant, auf dem Airship Ja, sogar. wir vermissen wahrscheinlich auch mit zwei Midjug, drück mal der ist Stopp in die verschwunden. Lobby schon sehr lange offen. Danke. LeChuck ist auch verschwunden. Wir suchen nach LeChuck. Wenn er LeChuck gefunden hat, Penny wurde von einem schick ihn zu random uns. Imposter hier im Discord jetzt. Wo ist Krok auf einmal hin? Okay. Der war eben noch hier. Der ist, Unser Achter. Benny Er hat sich und verkauft. ich sind Traitor. Sheesh. Soll ich direkt mal hier sehen? Was macht er? Was macht er da an der Wand? Ist da ein Dings? Also ich meine, er kann ja nicht Traitor, Traitor. Er kann nicht Imposter sein, aber ist da irgend so ein Dings oder was ist da? Aber da oben waren jetzt ganz viele. Wenn mir jetzt hier einer entgegenkommt, kann ich eigentlich davon ausgehen, dass hier nicht gleich eine. Wie ist denn jetzt der Weg? Das ist interessant. Und zwar, warte, ich muss mal die Karte auch machen. Okay. Das war ein Lounge, da waren die Toiletten. Da war ich gerade den Müll am rausmachen. Vor mir war Rasierer. Er hat gerade die Tür da von der Toilette aufgemacht. Meine Task war fertig. Dann ist da auf einmal eine Rasiererleiche und ein pinker Benny Boy steht da. Das ist interessant. Ein Also, Brudermord. für mich ist das Ich sehr bin klar. gerade so. Oh Gott. Kein Das Unarme. klingt ziemlich eindeutig, ja. Magst du dich Der verteidigen noch verteidigt sich oder? nicht. Nein? Okay. Nee, ich kann mich nicht verteidigen. Dann ciao. Okay. Ich muss genau im toten Winkel sein, glaube ich. Ich dachte Oh, wirklich, offensichtlich. Conan ist sogar da übrigens in rein. der Ich bin da zweiten. drin. Benny hat nicht in den Rückspiegel geguckt. Es gibt keinen Rückspiegel dort. Werde ich einmal Imposter und dann bin ich sofort ausgerutscht. Das war nicht so günstig. Selbst schuld, würde ich sagen. Okay, bin ich mute? Ja, Gott sei Dank. Wer hat gerade gesagt, Conan ist übrigens der Zweite? Warum? Was habe ich denn jetzt wieder getan? Ich habe nichts getan. So, ich mache jetzt einen Burger. lecker Burger. Nee, wir sabotieren mal noch nicht. So, lecker Burger ist fertig. Okay. Moin. Jetzt muss ich nur hoffen, dass er nicht sofort gefunden wird. Schnell ganz woanders hin. Jetzt kann ich sabotieren. Und dann rennen alle dahin, dann dauert es eine Weile, bis die Leiche gefunden wird. Vielleicht, wenn ich Glück habe. 39012. Perfekt. Die Seite passt auch, ja? Okay, cool. Hä? Wieso? Hä? Wieso war das jetzt zu? Hä, wieso ist das hier zu? Nee, nicht Schacht. What the hell? Sag mal. Okay, jetzt. Ich hätte ihn killen können, ich weiß. Aber es war mir ein bisschen zu risky, um ehrlich zu sein. Wenn ich schon beim Licht stehe, muss ich das Licht auch wieder anmachen. Wenn mir jetzt einer entgeht. Mann! Wenn mir jetzt einer entgegenkommt, dann war es das für ihn. Och, jetzt ist alles zu hier. Oh, ist das dumm. Okay. Diesmal aber, mein Freund. Wow, nein, 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 diesmal nicht. Diesmal nicht. Da war einfach. Oh mein Gott, das wird jetzt. Uff. So, ich weiß, dass Counter mich kurz vorher mit ihm gesehen hat, aber was soll ich tun? Wie komme ich jetzt hier raus? So komme ich hier raus. Was ist jetzt wieder los?
Ah, ist wieder Licht, oder was? Alter, diese Türen. Ist ja furchtbar. Oh, also hier. Ach, da ist der Kasten, okay. Interesting. So. Ich kann gleich nochmal killen, wenn die jetzt nicht gefunden werden, so schnell. Das ist eigentlich echt gut, wenn die jetzt nicht gefunden werden, so schnell, kann ich gleich noch einen Kill setzen. Count ist vorhin in die Richtung gegangen, aber das muss nicht heißen, dass er noch hier in der Nähe ist. Aber er könnte hier unten beim Tresor zum Beispiel... Ne, beim Tresor ist gerade keiner, okay. Da ist Counter. Stark, Conan. Richtig stark. Ernsthaft? Okay. Ich hab doch gesagt, so dass Conan der Zweite ist. Aber wieso dachtest du, dass ich es bin? Das hat mich etwas verunsichert. Ich hab's doch gesagt. Ja, aber warum? Ich hatte auch so eine Vorahnung am Anfang, weil Conan kurz so komisch rumstand, wo ich den Download gemacht habe. Das war ganz am Anfang der Runde. Ach, da war der Download. Ich hab mich tatsächlich auch, ohne dass ich im Post war, habe ich mich gewundert, wieso steht da an der Wand. Ach, da war der Download, siehst du? Da war der Download, okay, da habe ich ihn verdeckt. Okay, ja, okay, gut. Ich habe so gedacht, hä, wieso steht denn der jetzt da gerade an der Wand? Der ist doch gar nicht okay. Imposter, was macht der denn da komisches? Ich hab gar nicht gecheckt, dass da der Download ist. Oh Mann. Ich war kurz verwundert und ich hatte gedacht, du wartest vielleicht dein Kill-Cooldown ab und willst mich dann da direkt wegschnetzeln oder so, weil da ist ja auch der Wendt da. Nee, ich war tatsächlich einfach kurz irritiert, weil du an die Wand bist und ich habe tatsächlich in dem Moment nicht gesehen, dass an der Wand was war. Lol. Okay, dann war's. Aber stimmt, da ist der Download völlig richtig. Was macht man denn bitte bei dem Spiel mit diesen Diamanten-Reveal-Code? Ja, du drückst bei Reveal-Code drauf, schreibst dir den Code auf oder merkst dir den und gehst dann auf die andere Seite von dem Raum und da gibst du den Code ein. Ah. Das war's. Okay. So, da war man einmal Imposter und sofort rausgeholt. Ich hatte mega Glück, Counter. Ich hätte fast Ricardo vor deinen Augen gekillt. Zum Glück habe ich dich gerade noch gesehen. Und dann ist Ricardo mir aus irgendeinem Grund doch noch hinterher. Ich war total überrascht, dass die Runde aber schon vorbei war, weil ich habe die ganze Zeit niemanden mehr gesehen, seit ich Gap Room gemacht habe. Ja, ich habe auch mein Möglichstes getan, die Runde zu dezimieren. Ich war auch die ganze Zeit unten, da war niemand. Also, das war interessant. Aber so viele Tasks dürften nicht mehr übrig gewesen sein, weil ich war schon irgendwie seit 5 Minuten fertig mit Tasks. Ich hatte nur noch einen, oder? Nee, ich war fertig. Also es war schon relativ knapp, würde ich behaupten. Wahrscheinlich, ja. Aber auch fertig, ja. Ich bin auch fertig. Und Counter war halt noch nicht fertig, der ist halt bei seinem letzten Task so ungefähr erwischt worden wahrscheinlich. Möglich, ja. Nee, ich bin nicht fertig. Ah. Okay. Ich dachte, wir reden über unseren Zustand. Fertig bin ich auch. Ich hab letzte Nacht nur 3 Stunden geschlafen. Über unseren Zustand aber reden wir lieber mehr. Nicht. Ich habe halt meine zweite Info bekommen und ich spüre das ja. Jetzt gerade. Ah ja, hast du auf Twitter geschrieben. Scheiße. Ich fühle mich gerade auch ein bisschen müde. Ich glaube, nach einer Stunde werde ich mich auch schlafen. Ja, wir sind auf jeden Fall im letzten Part. Der muss auch jetzt nicht wieder eine Stunde werden. Das ist. Wenn jemand sagt, ihr habt keine Lust mehr, dann hören wir einfach auf. Wollen wir es so, wie es jetzt ist, weitermachen oder irgendwas umstellen? Wie also, ist es euch? Ich fand es doch ziemlich fair. Ich fand's fair, ja. Okay. Ja, diesmal war diese Runde war nur 1,5 Imposter. Von daher. Ja, weil, ja, eigentlich war Benny direkt tot war. Aber man muss ja schon davon ausgehen, dass sowas auch mal passiert. Also, das ist schon okay. Ja. Was denn, wenn. Ich kill jetzt Conan. Okay. Wäre möglich, dass er mich jetzt killt. Wäre möglich. Denkbar ist alles. Okay, Hauptflur haben wir schon mal was. Welcher ist es? Der zweite Gang, der hier. Oh, das kennen wir noch gar nicht. Was ist das denn? Achso. Ja, diese Mülleimer-Aufgaben, ne? Da unten. Ah, das ist wieder hier. Der Anfang von dem Elektro. Och nee! Jedes Mal ist der Mist anders. Es ist so zum. Oh, Benny und Rasier. Benny und Xehan machen hier beide die lustige Elektroaufgabe. So, was ist. Ach, Download, okay. Vielleicht kriegen wir ihn ja durch, ohne dass der Kill kommt.
Von hier kommt keiner, von hier kommt keiner. Sieht soweit gut aus. Sollte aber jetzt Benny oder Xehan tot sein, dann ist für mich der andere Imposter. Möchte ich nur kurz anmerken. Guck mal. Das ist jetzt interessant. Das ist jetzt interessant. Ich habe gerade noch gesagt, sollte jetzt Benny oder Xehan tot sein, ist der andere für mich Imposter, weil ihr wart beide in dem Electrical-Ding. Und jetzt finde ich Benny tot. Electrical? In dem Electrical bei den Schaltern. Bei den vielen Schaltern sind Benny und Xehan gerade rumgelaufen. Ich dachte mir noch so, okay, die machen beide die Schalteraufgabe. Bin kurz zu Medical, habe da den Download gemacht, wollte jetzt den Upload unten auf der Plattform machen. Und dachte mir aber so, ich guck mal kurz rum, ob da vielleicht jetzt einer von beiden tot ist. Und finde tatsächlich einen von beiden tot, nämlich Benny. Das macht Xehan für mich gerade echt ziemlich sass. Das ist interessant. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich verteidige mich jetzt auch nicht, also ich war's. Aber okay. Ich muss mal ganz kurz dazu sagen, ich habe extra gewartet, bis Benny wirklich in der allerletzten Sackgasse mit mir steht und habe ihn dann gekillt, weil ich halt davon ausgegangen bin, dass da nie jemand reingeht. Ich habe bewusst geguckt. Conan war halt richtig, der war halt richtig gut dabei. Aber dass du es direkt zugibst, okay, ich meine, es hätte trotzdem mit einem anders da reinlaufen können. Aber ist okay, wenn du es zugibst, bin ich dabei. Ist kein Problem. Das Einzige, was ich sonst hätte machen können, ist, dass ich jetzt hätte sagen können, dass du es warst, weil... Also ich hätte jetzt nicht sofort gewotet, weil ich meine, es ist ja schon trotzdem ein bisschen Zeit vergangen. Ich habe den Download gemacht, in der Zeit kannst du rauslaufen, jemand anders kann runterlaufen. Möglich ist es. Aber ich meine, ist für mich in Ordnung, wenn du es zugibst, kein Problem. Nee, das war schon recht unwahrscheinlich. Ja, ne? Soll uns recht sein. Ist nur die Frage, wer ist Nummer 2? Ach, Licht. Direkt Licht, alles klar. So. Ah, gut, gut. Wo war gut? Dann ist er irgendwo gleich perfekt. Ja, da ist perfekt. Optimal. Gut. Reggie hat fast in der gleichen Zeit... Reggie würde ich clearen. Reggie würde ich richtig clearen. Das war exakt die gleiche Zeit. Reggie würde ich echt clearen. Wahrscheinlich ist der gleich tot und dann ist es eh egal, ob ich den clearen würde. So. Mit Waffen spielt man übrigens nicht, wollte ich nur mal gesagt haben. Die Reggie geht Unfall verhindern. Ich mach Burger. Nein, ich habe nicht geguckt. Okay. Zack, zack, zack. Wait, das ist kein Fleisch. Voll der vegane Burger. Man kann man machen, aber, ne? Soll ich jetzt da echt hochgehen? Kümmert sich da jetzt keiner? 60 Sekunden. Soll ich da jetzt hochgehen? Ich habe gerade ein Objekt gefunden, durch das man als Geist nicht durchfliegen kann. Soll ich da jetzt hochgehen? Scheiße. Scheiße. Okay, ich gehe hoch, ich gehe hoch, ich gehe hoch, ich gehe hoch. Fuck. Ja, ich gehe ja schon. Jetzt! Okay, aber ich musste eh hier hoch. Ey, das war jetzt ein bisschen... Ich habe ein bisschen Bammel bekommen. Weil es ja doch eine Weile dauern kann, ne? Und dann ist es nicht so gut. Okay, wir haben nur noch zwei Sachen, dann sind wir fertig. Da hat jemand gerade eine Tür geöffnet, aber ich weiß nicht wer. Wollt ihr mich hier eigentlich komplett foppen? Lieber Geist. Moment. Ja doch, genau, Xehan ist ja raus. Richtig, der Traitor-Geist ist ja schon raus. Ich sage mal Traitor, ich meine natürlich... Oh, oh! Yes, sehr schön. Ernsthaft? Jawoll! Shit. Geil. Gut gemacht, Rasierer. Dankeschön. Aber unglücklich, dass du gleich gefunden wurdest, ne? Ja, das war doof. Ich dachte, ich bin... Also ich habe ja schon gesehen, dass Conan uns da gesehen hat, aber ich habe niemals gedacht, dass er in die allerletzte Sackgasse geht und nach der Leiche sucht. Ja. Das war jetzt aber wieder so eine Runde wie ich, wie davor. Wie ich und Conan. Es hat auch niemand die Leichen gefunden, das hat mich auch gewundert. Ja, davor hatte auch niemand die Leichen gefunden, deshalb. Ja. Musste ja erst drei umbringen, ne?
Conn war der Letzte. Ja, das stimmt. Ich habe keine andere Leiche gefunden. Ich habe nur Tasksitz gemacht. Das müssen gute Kills gewesen sein. Ich habe die Leichen nämlich auch nicht gesehen. Und ich habe gedanklich Reggie geklärt, weil der ziemlich sicher mit mir auch Tasks gemacht hat. Ja, ich auch. Ich habe übrigens einen Bug gefunden. Und zwar, wenn du ein Geist bist und du fliegst in diesem Raum mit der Codeingabe, also wo ein Loch in der Mitte ist und rechts und links ist die Codeingabe. Die rechte Codeingabe hat noch Collision. Also da kannst du als Geist gegenfliegen oder fliegst du nicht durch. Das weiß ich schon längst. Oha. Ich hab das gerade zum ersten Mal gesehen. Ich hab das mindestens schon 10, 20 Mal gemacht. Oha. Keine Ahnung. Gut zu wissen. Ja, da haben sie einfach vergessen, das Ding auf Transparenz zu schalten, offensichtlich, wenn du Geist bist. Sicher ist es trotzdem. So, nächste Runde. Okay. Ich hab nur eine Frage. Ja. Das ist ein Armory, wo man die Waffen aufhebt. Ist das ein Visual Task? Nein, das ist. Das siehst nur du, dass du die Dinger wieder da rein tust. Oh, aber gute Frage. Wie viele Aufgaben sind gerade an? Ich mach die mal aus. Ja, deswegen frage ich. Bin da kein Fan von. Es gibt ja kaum Visual Tasks. Wäre die Dusche eine? Also, wo du da so 100% schmutzig bist und das runterzählt? Ich bin mir unsicher. Also, ich weiß ja, ich glaub nicht, was die Visual Tasks sind. Ja, also es gibt ja einen Müllschlucker, aber ich weiß noch nicht, ob man den sieht. Also ich kann mich so sehr nur noch nicht aus, glaube ich. Ja, ich glaube nicht, dass man den sieht. Also auf der anderen Map ist eine Visual Task. Wird wahrscheinlich auch hier so, der Fall sein. Aber die sind ja geradeaus. Die hat Conn gerade ausgemacht. Ja. Genau, ich habe es jetzt ausgemacht. Vorher waren sie an. Ich bin dann mag die nicht so. Okay. Ja, dann nächste Runde, let's go. Okay, weiter geht's. So, wer sind wir? Besatzung. Okay. Let's go. Okay, wir haben direkt im Archiv die Scheiße da. Kann ich die nicht alle Mann. Ach, das ist so dumm. Das ist so dumm, dass man das alles einzeln machen muss. Das ist so dumm. Also wirklich. Benny gefällt mir nicht, dass der da so rumsteht, ne? Wolltest du nur mal gesagt haben, wann ist ungefähr der Dings rum? Ich hau gleich ab. Ich hau sowas von gleich ab. Ich geh mit. Weil dann könnt ihr reporten, falls ihr ihn jetzt killt. Wait, wo ist denn Xian hin? Scheißdreck! Warum? Ich war gerade an der Codeeingabe, ich brauchte noch zwei Dinge eingeben. Ich habe den Code gleich wieder vergessen nach dem Meeting. Naja. Okay, ich habe den Rasierer gefunden. Er liegt, was sind das? Im Engine Room. Ich bin gerade vom Armory losgelaufen und wollte zu dem Alarm laufen. Ich habe aber jetzt da sonst keinen gesehen. Okay. Ich habe nur Conn gesehen. Code-Eingabe? Was? Wo ist denn die Code-Eingabe, Xehan? Also, die ist doch bei Security, oder bin ich jetzt dumm? Oder was meinst du? Nein. Ich rede von diesem, wo man vier Bilder sieht und man muss rechts sich das merken und dann links rumgehen und links das wieder eingeben. Oh, das kenne ich noch gar nicht. Wo ist denn das? Das ist neben den, also rechts neben den Showers, also zwischen Showers und Cargo Bay, da ist so ein Raum mit einem Loch in der Mitte. So, der. Ah, da warst, okay. Da warst du noch nicht? Okay, ah, nee. Okay, alles klar. Nee, dann ist alles genau. Gut. Das ist so ein zweigeteilter Task. Dann ist mein Sass schon wieder weg von dir. Alles gut. Mhm. Ja, ich hätte tatsächlich konzentrieren, weil, ich war am Anfang mit ihm in Record die ganze Zeit und ich habe ihn schön zugeschaut, wie er die Ordner eingeräumt hat. Okay. Ja, ich habe mich ein bisschen gewundert, dass du nichts gemacht hast, muss ich gestehen. Ich habe ein bisschen Angst vor dir bekommen. Weil du mir eben tatsächlich einfach nur schön zugeschaut hast. Genau, das hast du nämlich gemacht. Und ich dachte so, wartet der da auf irgendwas? Reggie und Benny sind das. Genau, wo ich an Conn vorbeigegangen bin, hatte er auch noch die Records gemacht. Ich hatte dich, Bo, so gesehen, wo du ein paar
wo du die Türen geöffnet hast bei der Toilette. Also ich denke mal, du hast da nach der Toilette gesucht, die du dingsen musstest, ne? Ja. Dann habe ich ja nämlich noch gedacht, so, okay, jetzt standest du eine Weile rum und dann ging halt der Alarm los. Ich meine, klar, du bist auch gleich sofort selber zu dem Alarm gegangen, um ihn wieder auszumachen an der linken Seite, an der rechten Seite. Aber ich muss gestehen, so ganz clearen kann ich dich gedanklich nicht, Benny. Ja, ich kann ja nur dich clearen. Aber ich weiß halt nicht, wenn du, warum du als Besatzung mir zuguckst, wie ich die Sachen einräume. Okay. Also sind es Benny und Reggie oder was, alles klar? Also, was ich sagen kann, ich bin zum Cockpit am Anfang gegangen, da hatte ich halt zwei Tasks und ja, viel weiter kam ich noch nicht. Ich habe jetzt nicht ganz aufgepasst, warum Reggie? Das weiß ich auch nicht. Das weiß ich auch gern. Das war jetzt einfach nur, ich habe einfach nur Namen in den Raum geworfen. Ach, alles klar. Ich bin gerade schon im Halbschlaf. Mein sagt einfach, weil es ja hieß, dass alle anderen irgendwie gekehrt sind. HF war am Reporten und ich bin es nicht. Deswegen habe ich einfach mal zwei Namen Namen geworfen. Ricardo, hast du jetzt geskippt oder was hast du da für ein Vote gemacht? Was? Nee, ich habe Reggie gewotet. Ja, dann gegen Skip. Okay. Bevor jemand rausfliegt. Jetzt oder was? Keine Ahnung. Alles klar. Ja, YOLO. Oha. Alles klar. Also sind es doch, Warum ich mich jetzt so sass gemacht habe. Benny und Cian, okay. Sass geatmet. Interessant. Es sind einfach drei im Plus für diese Runde. Fürs Atmen. Ja, dann haben wir jetzt schon... brutal verwirrt, ne? Nein, die Plattform ist auf der falschen Seite. Vergessen, ach, fickt euch. Mist. Gern. Oh, es geht wieder hier mit dem... Oh nein, das dauert 3 Jahre, bis ich das hab. Ja, das Licht kann mich jetzt mal. Wo ist das andere? Da. Das Licht ist mir jetzt gerade mal echt Schnurz. Xian. Aber Xian ist für mich eigentlich safe. Bei Benny hätte ich Angst, wenn der jetzt um die Ecke kommt. Nein! Hatte der gerade Cooldown oder was ist los? Oh nee, ich hab schon wieder... Oh nein. Wer ist da hoch? Okay. Oh, ist noch gut. Alles in deinem Leben. Gut. So, okay. Ich war gerade zuletzt mit Conan und HF in Main Hall. Ja. Ich hab jetzt noch Cernot am Ende noch gesehen. Ja, ich habe Cernot Counter am Schluss gesehen. Ja. Wer hat da gerade gesprochen? Erst Benny und dann ich. Also ja. Benny war das, okay. Okay, ja, Benny, dich habe ich da nicht gesehen, aber es kann durchaus sein, weil es sich war gerade wieder. Benny ist gerade direkt an mir vorbeigelaufen. Als ich okay, um also die war, in den... waren Benny Counter, Conan und ich am Ende zusammen. Okay. Naja, nicht zusammen, also Benny ist praktisch, ich habe die Tücher eingesammelt und er ist hoch ins Archiv. Ja, er ist hoch ins Archiv. Bereich. Ja. Ja, ich habe das Licht angemacht. Okay. Ich habe es noch nicht ganz verstanden. Warum war jetzt der Call? Ich weiß nicht, Ricardo wollte gucken, ob alle im Leben sind, habe ich verstanden. Ja, wenn die einen Double Kill machen, dann haben die gewonnen. Das ist richtig. Deswegen muss man jetzt logisch voten. Ja, also ich finde das okay, dass dann Dings gecallt wurde. Ich find's komisch, aber okay. Ja, aber der Einzige, der für mich im Moment so ein bisschen sass ist, ist Benny und ansonsten habe ich Probleme, irgendwas zuzuordnen. Ja, warum skippt hier schon wieder? Wir können nicht skippen. Müssen wir jetzt jemanden wählen oder müssen wir nicht? Wir müssen jemanden wählen. Ja. Ach so. Ja, stimmt, war eigentlich schlau, ja. Ah, fuck. Sorry, ich hab schon... Okay, ich glaube, ich weiß, wer der Imposter ist. Wen muss ich jetzt wählen? Wen habt ihr jetzt beide geskippt? Ich hab nicht... hab ich geskippt? Du hast doch irgendwas gemacht. Es kann sogar sein, dass ich geskippt hab. Du hast irgendwas gemacht, hast du auf jeden Fall. Wie kannst du es... Ja, wir können ja jetzt... Ich wollte eigentlich Reggie voten. Wir können jetzt hier in der letzten Runde. Oder seid ihr... Da komm ich gerne. Ich weiß immer noch nicht, warum ich so sass bin, aber okay. Ich auch nicht. Ich glaube, ich habe aus Versehen Skip gewotet, also hast du nochmal Glück gehabt. Ja, noch können alle 4 gegen mich voten. Komm, ich vote jetzt Cian. Alles klar. Was? Ach, was ist... Aber das ist doch dann so jetzt...
irgendwie so Falschvotes. Ich meine, ja, ich verstehe das, ein Doppelkill und es sind alle tot, das habe ich verstanden. Ja, lieber CN als... Aber dann, wenn ich jemanden voten soll, dann vote ich Benny. Ich bin innocent. Es wird doch jetzt eh aufs Skip hinauslaufen, weil Reggie und ich haben geskippt und wenn ihr jetzt den Vote aufspaltet, dann gibt es Skip, also... Wen wähle ich jetzt? Ich weiß nicht, Counter. Ich bin, also ich wäre an der Stelle komplett ratlos. Ich vote entweder Benny oder Cehan, oder... Also Counter und Benny, wenn ihr es seid, dann votet jetzt auf einen von uns und dann habt ihr gewonnen. Ja, ich... Ja, Lel. Stimmt eigentlich. Wer hat jetzt Xehanort gewählt? Wir wollten gar nicht Counter. Weil ich habe jetzt Xehanort gewählt. Also wenn jetzt nee. Drei Votes, okay. Die Imposter sind sich einig geworden. Offensichtlich. Das ist ein Teil, okay. Was sind das für Votes? Wir müssen schnell Emergency Code. Ja, jetzt würde ich das aufstellen, ja. Aber was wollen die jetzt Emergency Code? Oh, Mann. Dann mache ich halt den Call. Ja, hab's noch geschafft. Boah, die sabotieren. Okay, Ich hab ja nicht schon hochlaufen sehen und bin dann mal spaßeshalber einfach mit dem Ding rübergefahren. Okay, das ist schon irgendwie ein Town-Tale, dass Benny das gemacht hat. Ich hab mich halt einen Flur gespawnt. Aber was wollt ihr jetzt anders voten als vorhin? Wir sind ja nicht schlauer. Also ich würde jetzt nicht Skip voten, so. Ja. Ja. Auf jeden Fall nicht. So, wer hat eben mich gewotet? Wer hat alles sehr gewotet? Counter und Boso. Okay. Ja, ich hab dich, aber noch jemand anders. Ja, Counter und Boso. Counter und Boso, okay. Ich hab 50-50 gemacht, also... Wir hatten es gern und Reggie, okay. Ich bin jetzt komplett verwirrt, ich habe jetzt keine Ahnung mehr. Reggie und ich haben aus Versehen Skip gewotet. Also ich habe aus Versehen Skip gewotet aus Affekt und Reggie, weil dem glaube ich nicht bewusst war, dass das jetzt eine Kill-Situation hier ist, also dass wir jetzt voten müssen. Ja, das stimmt. So, in der ersten Runde dachte ich, es wären so Reggie und Benny Boy, aber ich glaube jetzt nicht, dass Benny Boy ist. Ich finde aber so Conan suspekt, dass er immer auf Benny Boy drauf will. Also auch vor allem in der letzten Runde. Also wenn du auf mich gehst, dann verliert ihr. Das mehr kann ich nicht. Also. Ich habe keine Ahnung. Benny stand halt am Anfang einfach nur rum und hat mir zugeschaut, wie ich diese Akten einsortiert habe. Und es hat mich sehr, sehr, sehr verwundert. Das Ding ist, je öfter wir das machen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es in die Hose geht. Also wir müssen schon jemanden voten und einfach hoffen, dass das ein Imposter ist. Ich glaube einfach so... Zwei Imposter bei 5 ist einfach viel zu unbalanced. Bei 7. Ja. Bei 7, ja, 2 zu 5. Ja, halt... wir haben halt mega Pech gehabt in dieser Runde. Ja, aber dass wir einfach einen Killer direkt am Anfang hatten und Glück überhaupt gehabt. kein Lead. Und wir haben trotzdem verloren, so. Also das war. Also den Kill hat Benny auf jeden Fall nicht gemacht, aber er hat sich halt komisch verhalten, das ist mein Problem. Das ist halt Benny. Wie kann es sein, dass ich den Kill gemacht habe, wenn ich doch in der ersten Runde bei dir war und dir zugeschaut habe? Nein, deswegen den Kill hast du nicht gemacht, aber du hast dich komisch verhalten. Aber es gibt ja zwei Imposter, also. Eben. Stimmt. Ich bin da dumm. Was hast du denn in der ersten Runde gemacht, Counter? In der ersten Runde gemacht habe? Du fragst mich Sachen. Den Rubin habe ich. Und diesen, also in irgendeiner Runde habe ich die Waffen weggeräumt und in irgendeiner Runde habe ich die Rubine, den Rubin da poliert. Und ich habe irgendwann mal, glaube ich, weiß nicht, ob das diese Runde war oder im letzten Spiel, wo ich so einen Tank auch gefüllt habe. Weiß ich jetzt gar nicht. Also, wir haben noch 10 Sekunden. Also echt. Ich würde auf Xehan gehen, weil er mich ohne Grund verdächtig. Nein, Xehan ist es nicht. Ich bin Xehan. Ich mach's nochmal Xehan. Dann gehe ich wieder auf Benny. Ich bin's nicht. Ich bin's nicht. Wir haben wieder kein Ergebnis, oder? Oh, ja. Shit. Die Imposter haben mich gewotet, sehr schön. Wir haben verloren. GG. Mann. Es war doch Reggie. Es war Reggie und Benny. Das ist meine Story.
Das war jetzt keine Ahnung, wie wir da jetzt noch rauskommen sollen. Die einzige Chance, die ich noch habe. Okay. Okay, gut. Also es ist jetzt... Es sind nicht also, Conan, es ist nicht Benny. Ich weiß jetzt nicht, entweder Reggie Xehan oder... Xehan meinte gerade, die Imposter haben ihn gewotet und gewotet haben ihn Reggie und Counter. Warum haben die Imposter ihn gewotet? Ja, weiß ich nicht, aber also... Die Imposter sind natürlich interessiert daran, dass einer rausfliegt. Und dann voten sie den halt raus. Imposter, oder? Ich hab, wie gesagt, Xehanort deswegen gewotet, weil ich ihn davor auch gewotet habe. Muss Xehanort Imposter, wenn zwei übrig sind und fünf? Stimmt. Ist noch nicht vorbei. Also theoretisch könnten wir immer noch zwei Imposter hier haben. Das ist mein Problem. Ja, deswegen ja. Für mich ist Xehan nicht Imposter halt gewesen. Und... Also ist auf jeden Fall Reggie. Also ich wurde schon mal Reggie. Okay, ich muss auch ehrlich sein, Benny hätte jetzt eigentlich... Er wusste, dass ich hoch zum Knopf will, wenn er Imposter wäre. Ich muss meinen Sass zurückziehen. Ich finde ihn gerade nicht mehr Sass. Ja, ich finde zwar dann das Anfangsverhalten super komisch nach wie vor, aber das jetzt gerade wirkte nicht sehr... Also er hätte halt jetzt... Es ist nicht Reggie und Counter. Du hast den Call gemacht, ich habe den Call gemacht, Benny hat den Call gemacht. Muss Reggie und Counter sein. Weil die haben ja auch sehr angeboten. Ja, also ein von beiden ist mit rausgeworfen. Offensichtlich nicht ein Boss, aber weil der also in der ersten Runde ja total down war. Die Logik verstehe ich nicht, das tut mir leid. Ja gut, brauchst du nicht verstehen, du bist raus. Wen hast du jetzt gewotet, Ricardo? Ich habe Reggie gewotet. Du hast Reggie gewotet. Ja. Also ich werde die ganze Zeit verdächtigt. Sie angeht die ganze Zeit auf mich. Also okay. Ich finde es auch, ja, es ist schwierig. Ich glaube trotzdem, dass Xehan nach wie vor der Imposter war. Ich glaube, wir haben nur noch eine Imposter. Und also, wenn du mich jetzt rausrotet, dann wird das wieder eng. Du würdest jetzt von der Theorie her vermuten, wenn Xehan Imposter war und Ricardo auch Imposter sein könnte, dass er jetzt versucht, dich mit rauszuvoten. Ich weiß nicht, wer eine andere Imposter ist. Aber Xehan hat mich geklärt. Also der kann ja nicht, wird ja nicht seinen eigenen Dingens klären würden. Der Imposter klären sich natürlich ja, gegenseitig. Wäre ja vollkommen schwachsinnig. Ja gut, die Imposter können sich gegenseitig klären. Ja, ich sage, also Imposter klären sich gegenseitig. Ich weiß jetzt wieder nicht, wen ich wählen soll. Xehanort kann ich jetzt nicht mehr wählen. Zu deinen Imposter-Partner voten. Kann man das hier nach nochmal so ein Meeting machen? Hä? Wenn wir jetzt einen rausvoten, eher nicht. Das Ding ist, nachher, wenn wir jetzt hier nicht jemanden rausvoten, ja, ich glaube, dann ist vorbei. Also nicht vorbei im Sinne von, aber dann kann einer killen und das war's. Mich wundert's, dass es jetzt... Reggie, aber ich habe mit einem ganz komischen Bauchgefühl. Reggie und... Mit dem ganz... Also sorry, noch, Reggie, ich aber... Ich weiß nicht, Benny oder Counter, aber ich glaube, das ist ein... Da bin ich eh raus. Ich glaube, ist Reggie und Benny, oder? Komm. Ich hab nicht getroffen, ich wollte gerade wählen. Es ist echt schwierig. Ich meine, wenn jetzt noch nicht die Runde vorbei ist, haben wir auf jeden Fall mindestens... Also, haben wir einen Imposter raus. Wenn die Runde vorbei ist, ist eh vorbei. Ach du Scheiße. Okay. Fuck. Noch nicht vorbei. Aber was machen wir denn jetzt? Ich habe keine Ahnung, wie wir jetzt vorgehen sollen. Das ist doch pures Vote-Raten. Am besten wäre es, jemanden auf frischer Tat zu ertappen, aber das wird nicht passieren. Das ist doch pures Vote-Raten. Und ich kann den Knopf nicht mehr drücken, ne? Ich habe den schon gedrückt jetzt. Aber ich habe da oben hier noch einen Tast, dann kann ich auch nachgucken. Ob ich den nochmal drücken kann oder darf, oder... Ja, ich darf nicht mehr drücken. Okay. Ja, dann mache ich halt hier den Task.
aber dann habe ich ein ganz dumpfes Gefühl, weil dann gibt es gleich zwei Kills und dann... Es ist vorbei. Counter wird Rose getötet. Quatsch, ey. Dann habe ich Bozo jetzt tot gesehen. Dann habe ich gesehen, wie Counter von Electrical nach Medical kam, weil da ist nämlich auch Whitehills. Mhm. Und da lag dann Bozo. Mhm. Okay. Deswegen so. Counter, was hast du denn? Erzähl mal. Counter? Was? Erzähl mal. So. Also, ich weiß nicht. Komm. Zwar wenn, dann Bandy und ein Self-Report. Ich habe. Ja, aber ich weiß nicht, reicht mir. Was hast du denn jetzt gemacht gerade? Ich war gerade in dem Electrical oben und bin dann nach links gelaufen Richtung. Karte Richtung Security. Okay. Wo hast du die Leiche gefunden, Benny? Wo hast du die Leiche gefunden? Der liegt rechts von Electric Pell, wo auch Counter dann rauskam. Und was hast du vorher... Was hast du vorher so gemacht, Benny? Ich habe keine Task gemacht, weil ich sofort nach Vitals gehen wollte, um zu schauen, wer dann tot ist. Nach Vitals, okay. Ja, stimmt, du hast auch schon den Knopf gedrückt, du kannst ihn auch nicht mehr drücken. Ja. Ach, verdammt, mein Anfangsverdacht ging ja gegen dich, aber jetzt in der Zwischenzeit hat sich eigentlich Counter mehr so ein bisschen Sask. Oh Gott, ich werde mich falsch entscheiden, aber ich wollte jetzt für Counter. Danke. Counter, voten. Denk ja gar nicht dran. Okay. Deswegen wollte ich sie. Stop the count. Stop the count. Beschissene Runde war das bitte, ey. Ach, Counter, warum hast du denn die Leiche ganz am Anfang gemeldet, ey? Du hast auch den Weg so gewählt, dass ich gar kein Alibi hatte. Ja, aber Benny, warum warst du am Anfang so komisch? Das hat mich total verwirrt. Ihr hättet zwischendurch einfach gewinnen können, wo ihr nur zu fünft wart. Und da habt ihr es irgendwie verkackt. Ja, ich hab niemanden gesehen. Ja, aber ihr hättet einfach einen Emergency callen müssen und dann zum Emergency gehen können und dann den Erstbesten killen. Fertig. Ja, ich dachte nicht, dass ihr immer weiter auf den Emergency geht. Ich dachte, da hat man nur Müllgrenze. Ja, jeder hat einen. Und jeder kann einmal drücken, also drei, ja. Drei von uns sind da hingegangen. Ach so, ich dachte, alle haben nur einen. Okay. Ich dachte, jeder. Eine feste Anzahl insgesamt. Nee, okay. Jeder einmal. Jeder einen. Ja. Man kann das halt einstellen, also bei diesem Emergency-Meeting ist eins, das ist halt, wie viele jeder hat. Ja. Du kannst ja zwei einstellen, da hat jeder zwei. Trotzdem nervig hier, wenn man drei von diesen Emergency-Dingern hintereinander macht. Ja, das ist sehr nervig. Ja, das ist ja gerade die Waffe der Innocenten. Na, das ist doof. Ja. Das habe ich auch am Anfang erst nicht verstanden, aber dann habe ich es doch verstanden und habe gleich den nächsten selber gemacht. Und die Imposter, das Einzige, was die Imposter halt dagegen machen können, ist ständig den Emergency Callen, weil dann können wir halt nichts machen. Also und das war der Moment, wo Benny für mich nicht mehr so sass war. Das war also, aber ich habe, kannst du mir nochmal irgendwie erklären, was du da am Anfang getrieben hast? Warum guckst du mir zu, wie ich die Dinge einsortiere? Du standest da ewig lang rum. Warum ich hast war dich... halt sauer, dass ich nicht Imposter wurde. Also wenn ich gewusst hätte, dass so viele Emergency Calls noch übrig waren, dann wäre ich wahrscheinlich auch dahin gegangen, irgendwen umzubringen. Ja, du standest einfach AFK rum, ich habe das gesehen. Ja, deswegen war dann Benny für mich in dem Moment nicht mehr saß, weil er mir überhaupt nicht hinterher ist zum Emergency Call und auch nicht oben. Und also das war dann so, okay, scheinbar doch nicht. Das war einfach so ein bisschen Misscommunication von den Impostern, aber naja. Und dann halt der Kommentar von Xehan, der Sinn ergeben hat, dass jetzt die Imposter ihn gewotet haben. Und es waren tatsächlich genau ja. RG und Counter. Naja, das war ziemlich obvious, hätte ich jetzt gesagt. Ja, vielleicht hätte Counter für Benny stemmen sollen. Dann wäre das nicht so obvious gewesen. Aber... Wo soll ich denn wissen, was die anderen...
Weil Conny das gesagt hat. Ja, ich hab die ganze Zeit gesagt, ich wollte Benny. Wir haben alle angesagt, was wir gewählt haben, glaube ich. Ja. Gegen Benny zu schießen und nicht gegen Cehan, weil Cehan war ziemlich clear. Das war ein frustrierender Part. Ich bin jetzt traurig. Vielleicht bist du ja noch in dem Part Runde. Imposter und dann kannst du. Nee, ich will nicht. Ich will nur noch glücklich sein. Ich will auch nicht nochmal. Ich will nur noch meine Arbeit sprechen. Ich will sterben, ich will auflernen, keine Ahnung. Okay. Wir sind jedenfalls wieder Besatzung und starten perfekt. Aber richtig perfekt starten wir. Ab geht er. Und einmal duschen. Da unten ist gerade jemand langgelaufen, aber ich habe es absolut nicht erkannt. Ich meine Counter. Meines war dunkel, aber nicht ausreichend, dass ich da was draus sagen könnte. Absolut nicht ausreichend. Oh, was? Wo? Da. Das ging mal wieder schnell. Okay, Ricardo liegt in Electrical in der zweiten mittleren Kammer rechts. Ich habe es erst nicht gesehen. Dann kam der Melden-Knopf, dann habe ich geguckt, wo jetzt genau jemand liegt und dann habe ich gemeldet. Und wie war ich diesmal? Wär's mir nochmal bei der Armory-Gang gekommen? War das Rasierer? Ja, das war ich. Okay, dann du warst es ziemlich sicher nicht, weil so schnell geht das nicht. Ich meine noch, als ich oben in Main Hall stand, dass da eine dunkle Person unten entlang gegangen ist, aber ich hab's absolut nicht gut genug erkannt. Ich hab so für mich gesagt, da ist gerade Counter vorbeigelaufen, aber es könnte auch zum Beispiel der dunkle Hut. Nein, stopp! Also es könnte auch zum Beispiel der dunkle Hut von Reggie gewesen sein, wenn ich da gerade zu hin gucke. Es war irgendwas Dunkles, ist da vorbeigelaufen. Ich will Counter kurz in Schutz nehmen, wir waren zusammen bei dem Klos. Ja. Okay. Ich schlafe übrigens. Tschüss. Eine kurze Frage. Tschüss. Aber hast du deine Tasks dann jetzt durch? Weil sonst kann die nicht mehr gewinnen. Eine Frage. Wer war alles am Anfang in Cargo Bay, der sich dort alles hin teleportiert hat? Ich war am Anfang in Main Hall. Sonst habe ich da, glaube ich, niemanden gesehen. Also ich erinnere mich nicht mehr. Ja, okay. Weil ich habe gesehen, dass Lucian und Boso, ihr seid beide runtergegangen und Counter ist nach oben gegangen, ich bin zum Tresor gegangen. Wer ist mit Boso mit? Das ist eine Lüge. Ja, ich war mit Counter nach oben gegangen. Achso. Ja. Also ich habe Boso da auch nicht gesehen. Mhm. Ich habe tatsächlich nur Counter gesehen, weil ich mit dem zusammen rumgelaufen war. Ja. Alles klar. Also, kurz gesehen. Im Norden. Die Klo-Region. Das ist jetzt schon wieder so eine Sache, wo wieder nur zwei Imposter drin sind. Wieder nur zwei Gänse. Naja klar, wir sind wieder 4 gegen 2. Also Ich kann auf jeden Fall sagen, Rasierer ist es definitiv nicht. Ich glaube nicht, dass es ein Self-Report ist. Zwei Leute können sich klären. Das könnten aber auch die beiden Imposter sein. Deswegen weiß ich es nicht. Ja, aber was heißt klären? Aber schon relativ, ja. Selbstmord. Es ist schwer zu sagen. Ja, es ist schwer zu sagen. Aber ich meine, auch die dunkle Person, die ich gesehen habe, muss ja nicht zwingend Imposter sein. Ich würde aber das Problem, schon was ich, das Problem, was ich ja auch immer. Hallo? Die Runde war aber auch wieder so gut, dass ich sogar oh, denke, shit. Oh nein. Xehan ist es nicht übrigens. Wobei, weiß man auch nicht, ne? Oh, nee, weiß man nicht. Ich bin nicht rausgeflogen? Ja. Okay. Ja, bist du. Schade. Ja, jetzt kommen wir mit dem Connection Error. Ja, das ist jetzt eine interessante Geschichte, weil jetzt theoretisch, wenn noch zwei Imposter übrig sind, war es das. Wollte ich nur mal kurz anmerken. Ja, das hat mein Spiel auch erst irgendwie 10 Sekunden später bemerkt, dass ich also die Nummer, ja, das kommt, das können wir jetzt aufhören. Ernsthaft? Das können wir jetzt auch aufhören, weil jetzt sind es dann, ne?
jetzt sind wir noch zu fünft gegen zwei Imposter. Einer muss einen killen und das war's. So, was sollen wir tun? Ich meine, ich könnte... Soll ich den Report-Button drücken? Ich komme gar nicht rüber. Ich komme gar nicht rüber, dann soll jemand anders den Report-Button drücken, wenn er meint, es ist richtig. Ich mache hier weiter. I don't know. Okay. Ach nein, ein scheiß Download. Ach, das dauert so ewig. Warum ist das R eigentlich so komisch? Aber es hat noch nicht den Kill gegeben, den ich angesprochen habe. Es ist verwirrt mich. Sollte Xehan ein Imposter gewesen sein? Das ist es nicht. Da war Rasierer gerade gestanden. Hallo? Alter. Dieses Geräusch, ne? Ne, Rasierer macht Download. Dann hat der Imposter einfach bisher noch nicht gefunden, oder was? Aber über die Dinger gewinnen wir jetzt halt auch nicht mehr. Oh, ich tue mir gerade ganz schwer, hier jetzt das Richtige zu tun. Scheiße, Mann. Aber scheinbar drückt doch keiner den Knopf. Nein, wo komme ich jetzt hier raus? Oben rum. Okay, dann wag sie an der andere. Dann wag sie an der andere. Habe ich dann wirklich zufällig vor einen Counter gesehen? Oh. Oder bin ich jetzt... Hä, aber wenn er jetzt schon zwei hat killen können, müsste er nicht vorbei sein? Ich bin böse verwirrt. Ich meine, ich habe jetzt noch die da oben und dann habe ich alles getan, was ich konnte. Ja, krass. Oh shit. Oh nein. Ich meine, wir wissen, wer es ist, aber woher sollen die es wissen? Jetzt kommt's also Xehanort war glücklicherweise ein Imposter und ist rausgeflogen. Kommt's drauf an. Das sehen wir drei noch. Ja. Wir haben also noch keinen einzigen Sass, oder? Ich habe Reggie unten links gefunden. Im Weaving Deck. Komm, die beiden Brüder gehen. Weaving Deck. Counter. Los geht's. Aussichtsplattform. Ja. Weltweise. Ja. Das Licht ist immer noch aus. Ja, ne? Ja. Das hat niemand halt gefixt, so gesagt, also. Neben Licht. Er ist halt so gesagt neben Licht, das unten links ist. Was? Welches Licht ist unten links? Ja, unten links ist auch ein Licht. Beim Viewing Deck. Okay. Naja, auf jeden Fall, ich glaube, wir haben bei keinem der drei irgendwelche Anhaltspunkte oder irgendwelche Susses. Ja. Deswegen wäre es jetzt, glaube ich, blind raten, oder? Also, Benny, wir sind uns einmal im Engine Room entgegengekommen, ne? Ja. Was sonst? Wen habe ich denn jetzt gerade eben im Meetingraum getroffen? Weil ich wollte jetzt mal auch mal so ein Emergency-Ding machen, weil jetzt irgendwie so lange nichts passiert ist. Ich glaube, mich hast du da getroffen, oder? Dunkelblau. Es ist lange nichts passiert. Du musst noch, du gerade im Meetingraum warst. Es ist lange nichts passiert. Nein, nie zuletzt nicht, aber ich war da vor 10, 20 alles Sekunden ungefähr. Klar. Ja, das könnte hinkommen. Rennt rum, killt Reggie, killt mich. Es ist lange nichts passiert. Und von wo kamst du da? Ja, kommt man doch nur vor einem Weg dahin. Nee, von zwei. Man kann von rechts oder von links kommen. Also, ja, die Treppe zum Meeting rum, da meinte ich. Also bevor du die hochgegangen bist. Also bevor ich in diesem Gap Room die Treppe hochgegangen bin, oder was? Genau. Ob du da von links oder von rechts kamst. Ich kam von der Main Hall, von der Richtung.
Bist du dann Richtung Engine Room weiter und dann hoch oder warst du bei dem Archiv bei den Ordnern? Bin über den Engine Room hoch, dann über Brick, über den okay. Gap Room in den Meeting Room. Okay. Wo lag jetzt nochmal die Leiche? Unten links. Im Viewing Deck. Also ich habe keine Ahnung. Ich weiß, dass ich nicht bin. Ich weiß aber, dass einer von euch ist. Wir müssen halt blind voten. War denn vorhin irgendjemand verdächtig? Ich weiß es nicht mehr. Es war so nee, lange nichts, ne? War keiner von uns drei saß. Ich mache jetzt dich, Benny. Nein! Ich hab keine Ahnung, aber... Danke, ich hab dich geoutet. Weil... Dann... Wenn's oh, du das Count wirklich bist, dann hab ich genau eine Vermutung. Weißt du, ja, Respekt an den Imposter. Das ist doch Counter? Scheiße. Respekt an den Imposter. Es ist lange nichts passiert. Nö, hat zwei Leute gekillt. Ich find's aber gut, dass jetzt egal wen von euch ich gewotet hätte, ich hab halt gewonnen. Das fand ich gut. Ja, sobald sie nicht dich voten, okay. Hast du gewonnen. Ich hab dem nichts beizusteuern gehabt, GG-Counter. Ja. Aber war einer von uns drei nicht in der ersten Runde schon saß? Oder ich habe nur gemeint, dass sich Counter unten so dunkel. Aber das hat ja, das muss ja nicht mal was damit zu tun haben mit dem Mord. Counter, hast du wirklich unten? Warst du das zufällig? Nein, ich war ja beim Klo. Okay. Oh, bin ich blöd? Ja. Xian und Counter haben sich auf dem Klo gedeckt. Und da ich ja wusste, dass Xian der Imposter ist, hätte ich es wissen müssen. Ja, ich bin dämlich. Ja, aber... ja da hätte man drauf dreimal drauf kommen können. Nee, ja, also ich war der erste Kill, genau, und ich hatte dann Connection Error. Hat ja gereicht, also von daher alles gut. Ja. Ich dachte so, zwischendrin kriege ich auch hin, aber nee. Ja, ich dachte auch kurz, ich bin komplett rausgeflogen, weil es so still war, aber da war die Runde am Haufen. Also Conor, ich würde jetzt mal eine Post noch weniger machen, ne? Ja. Okay. Ja, wir sind auch nur noch 6 Leute. Ja. Wollt ihr noch eine Runde spielen in der Aufnahme? Eine geht noch. Ja. Vielleicht auch zwei, aber eine geht auf jeden Fall noch. Also wir sind alles jetzt klar. Bei ja, 52. Ach, geht doch noch. Ja, eine Runde geht noch. Dann würde ich noch mal kurz mit reinkommen, weil die eine Runde würde ich ja noch mitspielen. Na klar. Ich muss jetzt mal kurz organisatorisch was fragen, auch wenn es überhaupt keinen Unterschied macht. Aber ist nicht theoretisch die Diskussionszeit die lange und die Votezeit die kurze? Ja, das ist scheißegal. Das ist egal. Ja, also die Besprechungsdauer, das ist sozusagen der Moment, wo du noch nichts drücken kannst. Genau, und es gibt... Nein, das ist... Also eigentlich hat Counter schon recht, es würde eigentlich so theoretisch mehr Sinn machen, wenn man erst bespricht und dann kurz votet, aber... Ja, klar. Egal. Aber wir machen... von Anfang an klar, dass da irgendwer saß ist dann, und dann 2 Minuten warten zu müssen, ist auch scheiße. Genau wieder. Ja, es ist... Ja, ich find's so rum auch besser. Es ist vollkommen egal. Wir könnten ja mal die Voting-Time auf 30 Sekunden runtersetzen. Nein, Schwachsinn. Speed Among Us. Ich, mal die Runde, ich hätte Conan. Sagen, da wir jetzt nur noch einen Post haben und 1 gegen 5 ist, ja, okay, cool, dann runtersetzen, oder? Oder ja, eine Long mehr. Nee. Ich bin dafür, dass Benny jetzt ein Post wird. Ich hoffe auch. Dann wäre ich das zweite Mal heute. Und dann werde ich wieder bekacken. Wir müssen auf jeden Fall gleich mal die Runde starten, weil es ist schon wieder eine Weile in der Lobby. Sehr gut. Ich will nicht. Hoffentlich wird's Benny. So, wer wird Imposter? Wir sind es nicht. Okay. Da sind wir ja schon mal richtig. Um einen Vent zu säubern. Dann geht's wieder hier runter. Oh, da ist wieder zu. Okay, Xehan geht da hoch. Ich traue mir mal zu, dass ich da auch hochgehen kann. Ohne, dass ich gleich tot bin.
Da, ah, verflucht, wer war denn das gerade? Da war gerade einer. Aber ich weiß partout nicht wer, ne? Machen wir erstmal die Duschen jetzt hier. Dusche schlagen! Oh nein, das ist wieder der blöde Download. Sind dann immer so 3 Millionen Wege. Nee, ist doch, doch, ist es, ist es, ist es. Sind immer so 3 Millionen Wege. 3 Millionen. Ach, ist egal. Es dauert lange, wollte ich sagen. Oh, da kommt Benny, aber Benny ist nichts anderes. Okay. Benny ist lieb. Hui. So. Lebt Benny noch? Benny lebt noch. Dann haben wir da im Laderaum hinten was. Okay, da ist auch keiner tot. Oh, das hat man noch gar nicht. Da weiß ich gar nicht, wo das Gegenstück... ist. Also, es war in Medical, und zwar, ich kam gerade aus Electrical raus und er lag da ganz am Anfang. Eingang. Er kann auch gut schon länger gelegen haben. Ich hatte halt noch einiges in Electrical zu tun. Weil die Lichter aus sind, habe ich auch jemanden gesehen. Selbst wenn er mir hätte auch gut an mir vorbeilaufen können. Ich kann weder jemanden verdächtigen noch klären. Ich habe nur ganz, ganz, ganz am Anfang mal kurz mit Xehan zusammen in Electrical gestanden. Also und das war's. Ich kann Benny ziemlich gut klären. Und zwar war ich im Meeting. Stimmt, Benny habe ich auch gesehen, ja. Ganz am Ende. Also er hatte so die Gelegenheit des Jahrmillions mich zu töten und das hat er nicht gemacht. Ich find Benny auch ziemlich safe. Ich habe den nämlich auf den Camps mal dabei beobachtet, wie er die Ordner sortiert hat. Okay. Und ich habe Benny tatsächlich beim Fixen vom rechten Dingsi. Vom Licht war das, genau, Licht ist ja gleich noch. Da haben wir zusammen Licht gefixt. Also Benny ist, denke ich mal, jetzt hard clear von uns allen. Ja. Ich habe jetzt gerade nochmal das Licht gefixt sogar. Ja, Benny, du warst ein bisschen schneller als ich. Bin dann. Aber ich bin dann nach links abgedüst, Vault. Habe ich das richtig verstanden? Alle fünf Anwesenden sind sich einig, dass Benny innocent ist? Alles klar. Yep. Sehr gut. Kann jemand Reggie clearen, auch wenn er natürlich reported hat, aber kann jemand ihn clearen? Nö. Also ich glaube, ich habe sonst niemanden gesehen auf meinem Weg. Aber auch nicht. Also wie gesagt, Benny da kurz beim Licht fixen, aber sonst habe ich auch niemanden gesehen. Okay. Soll ich mal meinen Weg beschreiben? Gerne. Also ich bin in Brick gespawnt, dann bin ich in Vault, weil ich da diesen einen Schneemann, diese Puppe, was auch immer, anziehen sollte. Dann bin ich zum Meeting Room gegangen, weil da ganz am Ende hatte ich war das ein Download? Nee, was war da nochmal die Task? Da ganz am Ende. Da war auch Benny. Der kann das bezeugen. Also ich hätte auch die Gelegenheit des Jahrmillions gehabt, ihn zu töten. Das kann er eigentlich bestätigen. Es war diese, wo du die Kreditkarte rausholen musst, diese 5 Zahlen eingeben musst. Ach so, ja. Genau. Genau. Dann bin ich gegangen zum Main Hall. Da musste ich duschen. Dann bin ich runter zu Electrical gegangen. Da war das Licht auch schon aus. Da musste ich hier, wo sich diese drei Regler da drehen und ich die drei drücken musste, dann da ganz oben rechts dann den Schalter betätigen. Dann wollte ich zum Medical gehen und da lag Counter im Eingang. Mhm. Und ich habe auf dem Weg niemanden gesehen. Ja, schwierig. Ich habe gerade nicht aufgepasst, ich habe einfach mal Skip gewartet. Ja, ich auch. Ist halt die Frage, ja, ist es ein schwierig, es könnten, ja, es sind mehr Möglichkeiten. Theoretisch könnte es jeder bis auf Benny sein. Doof gesagt. Und ich. Ich war's auch nicht. Stimmt, und Counter war's auch nicht. Ich hab einen Verdacht, aber ich äußere den demnächst. Ich bin so ein bisschen bin ich hier Dings unterwegs. Weißt du schon. Nee, weißt du nicht, aber ist egal. Oh, das haben wir noch nie gemacht. Was muss ich da tun? Zaubern? Ja. Oh, schön putzen. Hä? Haben wir das da oben nicht gemacht? Hä? Oder ist da jetzt ein neues Ding aufgetaucht? Bin ich doof? Hä? Habe ich das nicht ge... Ah, es war eine andere Runde, ne?
Das war eine andere Runde. Alles gut, ich habe nichts gesagt. Ach ja, ich muss zurück zu Laderaum. Ich habe das nicht fertig gehabt. Scheiße. Ah, das dauert halt jetzt wieder 3 Jahre alles. Furchtbar. Eggy. Hört auf zu laufen. Mach hier nochmal alles auf. Ich finde das sehr wichtig, dass man diese Toiletten untersucht. So, wo muss ich jetzt damit hin mit dem Quatsch? Ach, wir müssen den WLAN noch zu Ende machen. Da ist wieder Regi. Hä? Da war schon wieder Regi. Da ist Xean. Jetzt haben wir aber einige gesehen, bis auf Benny. Einer von denen müsste jetzt ja Imposter sein, weil Benny wurde ja geklärt. Potenziell. Perfekt. Ich würde tatsächlich gerne erst den Antriebsraum zu Ende machen. Weil dann haben wir es. Die Zeit habe ich. Oh, das kenne ich auch noch nicht. Ach so. Gut, das waren alle meine Tasks. Dann würde es jetzt bedeuten, Kamera würde ich mal sagen, oder? Hier geht's nicht weiter. Ja, moin. Kamera würde ich mal sagen. Security. Vielleicht kriegen wir ja was raus. Ehren. Wartet der auf mich? Nein, der geht weiter. Sean ist damit eigentlich auch relativ clear, ne? Ich meine, es ist ja keine hier in der Nähe gewesen. Wir finden jetzt mal raus, ob jemand tot ist. Ich drück den Button. Ich drück den Button. Und wenn dann zum Beispiel Benny und Xer noch übrig sind und noch jemand, ist das für mich der Imposter. So, I don't care. Nein! Jetzt ist die Plattform da drüben. Ich will doch nur den Button drücken. Lasst mich bitte den Button drücken. Wollte ich auch gerade. Okay, ich wollte auch gerade zum Emergency-Button. Wollte ich auch gerade drücken, sehr gut. Oh, ja. Benny ist tot, okay. Genau, ich habe auf Vitals gesehen, dass Benny tot ist und bin mal zum Emergency-Button gelatscht. Ich wollte aus genau dem gleichen Grund dahin. Aber ja. Wahrscheinlich war es so vor mir bei Vitals. Offensichtlich war ich vorher da, ja. Ja, ich kann nicht viel sagen. Also ich habe Reggie einmal einen Task machen sehen. Ich habe Conn stand mit mir an den Camps. Ja, ich habe Rasierer ein bisschen in der Gegend rumlaufen sehen, aber nur auf den Camps. Also ja, der ist mir nicht begegnet. Ich würde auch tatsächlich Reggie als Task machend erörtern und dich ebenso. Also ja. Es ist nicht hundertprozentig, aber Rasierer ist im Moment am meisten. Tatsächlich war Rasierer auch mein Anfangsverdacht, aber Rasierer, was hast du denn gemacht? Also ich war eigentlich die ganze Zeit auf der Map, also eigentlich quasi überall. Ich habe am Anfang Cargo Bay, habe ich dann, wo der Emergency, also die Alert losging, habe ich dann versucht Cargo Bay nochmal das zu machen, aber ich kriege diesen scheiß Tresor nicht geknackt. Ja, der Tresor ist großartig. Das kann ich bestätigen, ich habe Rasierer einmal neben dem Tresor stehen sehen tatsächlich. Ich auch. Nachdem wir dann das gefixt haben, bin ich dann auch irgendwann Richtung Vault gekommen nochmal und habe dann in der Küche noch den Burger gemacht. Ich hatte unten Brötchen, Salat, also, Zwiebel, okay. Tomate und oberes Brötchen. Tatsächlich passt die. Machen? Ich. Ich okay. Habe noch ziemlich viele. Ich stand zu lange in den Camps. Okay. Ich habe halt noch den Tresor.
Ich hoffe, den kriege ich jetzt geknackt. Genau, also Rasierers Geschichte passt tatsächlich, weil ich habe ihn erst am Tresor gesehen und habe ich ihn später auf den Camps nochmal in der Vault gesehen. Ich habe ihn jetzt nicht in der Küche gesehen, aber ich war auch nicht die ganze Zeit in der Küche. Ziemlich gegen Schluss, Ich war einmal kurz in der Küche und habe den Mülleimer da geleert und war dann wieder zurück zu den Camps gegangen. Also es kann sein, dass du danach kamst. Aber einer von euch drei muss jetzt dann ja lügen. Ja, oder wir haben Reggie doch nicht beim Task machen sehen, sondern... Ja, ich meine, klar, man kann es ja auch faken, das ist schon richtig. Ja, aber ich würde schon sagen, also für mich am clearsten ist tatsächlich eher Conan. Es sei denn, okay, du könntest Kill-Cooldown gehabt haben. Ja, also ich bin fertig und habe mich dann halt zu den Kameras gestellt. Ich muss nichts mehr machen. Wir standen halt eine Weile vor den Kameras. Also deswegen, ja. Weil hätte ich jetzt einfach mal gesagt, du bist für mich ziemlich clear. Aber also was ich bei Conan Rasierers Geschichte hat da doch Sinn ergeben. Bei Conan ist mir halt auch gefallen, wie unverdächtig er die ganze Zeit war. Deswegen habe ich ihn im Auge behalten. Aber dass Rasierer die ganze Zeit beim Tresor steht, das klingt plausibel. Ja. Ich habe ihn ja auch gesehen. Also ich habe gesehen, genau, dass Conan da stand. Er ist weggegangen, dann ist Rasierer da. Aber das Ding ist, wenn ihr beide Rasierer cleart, ist es einer von euch. Das wisst ihr selber. Müssen wir jetzt voten. Ich würde ihn jetzt nicht clearen, aber... Ich würde ihn auch nicht clearen, aber die Geschichte klang schon plausibel, das ist das Problem. Wir müssen noch nicht voten, oder? Noch können wir skippen, oder? Ja, doch, eigentlich schon, weil der Imposter kann mit Tricks gewinnen. Ja, ich würde Tricks. Ja, ist schwierig, aber was voten wir? I don't know. Ja, ich habe... Ja, skip. Scheiße. Eigentlich hätten wir voten müssen. Die Entscheidung. Aber, ja. So, ich gehe auf jeden Fall gleich zum Knopf und drücke den Knopf, sobald ich kann. Und dann schauen wir, ob jemand tot ist oder nicht. So ein Ding ist das. Am schnellsten komme ich zum Knopf vom Hauptflur aus. Diesmal gehen wir auch gleich da lang. In der Hoffnung, dass ich jetzt nicht tot bin. Okay. Spitz. Ja, Licht könnt ihr machen. Licht tut nicht weh. Ach, Licht tut doch weh mit dem Knopf. Das ist frech. Okay, macht bitte jemand Licht an. Ich meine, Licht ist nicht so wichtig, aber es macht den Knopf leider aus. Scheiße. Müsste ich wieder runter und Licht anmachen. Ah. Kümmert sich jemand um... Oh, er will auch drücken, ne? Sonst würde er mich killen. Ich bin wieder rausgeflogen. Das gibt's nicht. Aber ich hab mein Bruder... Meine Tresoraufgabe geschafft. Viel Spaß, ich war der Imposter. Wer ist rausgeflogen? Ich. Cyanurt. Ah, okay, aber du warst gerade mit mir am Knopf gestanden. Wir wollten beide den Knopf drücken, ne? Also, darf ich darauf noch antworten? Bitte? Darf ich darauf noch antworten oder was ist jetzt passiert? Ja, die Runde ist vorbei, die Crewmates haben gewonnen. Stimmt, hast du gar nicht mitbekommen. Wir standen beide am Knopf. Ah, ich kann euch sagen, warum die Crewmates gewonnen haben, weil ich wahrscheinlich der Letzte mit Tasks war und weil ich jetzt rausgeflogen bin, waren die Tasks fertig. Achso, du hast alles gesagt. Oh, das ist auch gut, um zu gewinnen. Ne? Der letzte Task geht einfach nicht raus. Ich war innocent. Ja, das ist mir klar. Rasierer war es, ne? Rasierer war es, ja. Okay. Also das, was ich gesagt habe. Nee, tatsächlich, ich wollte nicht den Knopf drücken. Ich bin da nur rumgelaufen, weil ich noch Task machen musste. Ach so. Nee, ich war drauf und dran, den Knopf drücken und dann ging aber das Licht aus und dann dachte ich so, ja, okay, Licht tut ja nicht weh, aber beim Licht kann man auch den Knopf nicht drücken. Ja, eben. Ja, aber ein Call nicht dran an die Tasks denkt, weil die Tasks waren ja schon voll, so gesagt. Ja, ich musste halt noch Tasks machen, weil ich stand die ganze Zeit an den Kameras, weil ich dachte, ich sehe einen Kill, aber ich habe ja keine Ahnung. Ja, ich war dumm gespielt von mir. Aber nichts gesehen. Das war jetzt natürlich Glück, dass sie jetzt quasi nur noch drei gelebt haben, weil dann hätte er mich der Imposter gewonnen, wo ich rausgeflogen bin. Das stimmt ja. Aber gut. Aber dann war das Fake, dass Rasierer so lange am Tresor stand von ihm, oder wie? War jetzt am Ende noch im Tresor, ja. Oder was? Ja, aber das war, du hast den Task ja gefaked, weil du Imposter warst.
Aber ich glaube, selbst wenn ich nicht Imposter gewesen wäre, hätte ich trotzdem genauso lange gebraucht. Also, ich habe das in der ersten Runde gemacht und nicht geschafft. Ja, also ich habe auch beim Tresor zwei Anläufe gebraucht, aber dann ist der echt cool. Obwohl du vor dem Tresor standest, hattest du noch Kill-Cooldown? Weil einmal stand ich quasi neben dir. Ich glaube, 6 oder 4 Sekunden waren es noch. Ich habe überlegt, okay, soll ich jetzt noch hinterhergehen, aber nee, das hätte ich nicht geschafft. Okay, da hatte ich einfach Glück gehabt, okay. Verstehe. Das war krass, als du am Tresor warst. So, Xian war bei dir, Conan war bei dir, ich war bei dir. Aber genau. Er hatte die ganze Zeit noch Kill-Cooldown offensichtlich. Aber Benny habe ich in Electrical in dem Nebenraum da gekillt, ne? In diesem kleinen Raum. Da bin ich locker dreimal vorbeigelaufen. Ich habe den nicht gesehen, scheiße. Ja. Ich bin immer wieder hin und her gelaufen, weil ich habe bei Weitels gesehen, dass er tot war und habe dann die Leiche gesucht und ich dachte so, wo ist der? Und irgendwann, weil ich ihn nicht gefunden habe, bin ich dann einfach resigniert zum Emergency-Button gegangen. Was? Ja, gut. Was sagt die Aufnahme, Conan? 1:10 sagt die Aufnahme. Okay. Ja, ich würde auch ehrlich sagen, ich würde mich jetzt nicht nochmal versuchen zu verwenden, weil irgendwie scheint ja meine Switch gerade Probleme zu haben. Ja, ich denke auch, der Part ist auf jeden Fall lang genug und. Ja. 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 Ja, ich weiß nicht, was es ist. Irgendwie scheine ich hier andauernd aus dem Internet rauszufliegen. Oder zumindest aus dem Mangas. Ja, es ging ja fast die ganze Zeit gut. Also, es war jetzt ja auf Schluss zu, dass es ein bisschen hakelig wurde. Okay, dann würde ich den Part an der Stelle aber beschließen und wir gucken mal, wann wir weiter. Also ihr merkt ja, ne, liebe Zuschauer, jetzt rede ich mit euch. ihr merkt ja, es ist, wir kommen nicht immer dazu zum Aufnehmen. Es kommt immer mal wieder ab und zu einfach mal was. Es ist einfach so ein. Es kommt halt irgendwann, wenn es kommt und ansonsten halt nicht. aber wir bemühen uns, ab und zu immer mal aufzunehmen. Und wer mitspielen möchte und noch nicht auf dem Discord ist. Genau, der soll sich auf den Discord begeben. Ja, dann müsstest du aber auch den Discord-Server verlinken. Man kann in die Kommentare schreiben, dass man zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, wer noch Videos von mir guckt, der noch nicht auf dem Discord ist. So alle, die mitspielen. So viele sind es nicht. Gibt bestimmt Leute. Ja, aber klar, wer auf den Discord möchte, kann. Ich habe gehört, Elon Musk guckt deine Videos. Ja, mit Sicherheit. Ja. Ich tweete die immer. Hat der PMs an bei Twitter? Ich schicke ihm einfach mal eine Playlist. Wenn er sie anhat, dann wird er sie nicht lesen können. Er hat doch eine Firma in Deutschland, da muss er auch Deutsch können. Nein, ich meinte von der Menge. Ach so. Ich meinte nicht von der Sprache. Ich meinte, wenn eine prominente Person DMs anhat, dann wird die nicht es schaffen, alle lesen zu können. Ein paar scheinen das aber tatsächlich zu tun. Also ich weiß nicht, ob das gefaked ist, aber es gibt ja zum Beispiel irgendwelche Tweets, wo ja, keine Ahnung, irgendwelche Leute Memes an diesen, wie heißt der, Neil deGrasse Tyson oder so schicken und der reagiert immer mit irgendwelchen Gegen-Memes. Ja, klar, also ich meine, das kannst du jetzt ja auch machen, wenn du jetzt, keine Ahnung, was weiß ich, keine Ahnung, Arnold Schwarzenegger bist und suchst halt einfach gerade 5 Leute raus, die dir antworten, dann verbreiten die das natürlich. Wahrscheinlich, ja. Aber dann antwortest du halt 5 von 10.000. Ja. Aber ja, klar, logisch. So ist es aber ja auch bei großen YouTubern so. 2, 3 Leute kriegen dann mal eine Antwort unter den Kommentaren und alle anderen 1000 halt nicht. Ist ja auch klar, du kannst ja nicht auf alle 1000 antworten. Oder allen 1000 ein Herz geben. Ich kann das noch. Jeder, der kommentiert, kriegt von mir ein Herz. So. Und das sind alle wir. Ich würde ja auch gerne Herzen verteilen, aber sämtliche Personen, die auf meinem Kanal irgendwelche Videos gucken, kommentieren nicht. Außer Conan das letzte Mal. Einmal. Wenn ich ein Video von dir gucke, kommentiere ich es auch. Außer du postest hier im Discord, dann gucke ich es da kurz an und bin ich auf der Kommentarseite. Das ist dann immer ein bisschen ungünstig. Dann hol das bitte alles nach. Ich hätte gerne unter jedem meiner Videos noch einen Kommentar. Zumindest die Isaac Ones. Alles klar. Kommt. Ja, meine Videos werden auch nie geschaut von meinen, bis auf mein Freund schaut immer Videos von mir. Aber auch der einen. Hätte man das auch geklärt. Hätte man das auch geklärt, genau. Okay, ich schließe den Part hier ab. Bedanke mich fürs Zuschauen. Und ja, weiter geht's, wenn es weitergeht. Nacht. Tschüss. Guten Morgen. Ciao.